De traditionele bevloeiing is een natuurlijke manier om het landschap op een economisch en ecologisch verantwoorde manier te gebruiken. Voor mij persoonlijk, laat ik zeggen, in de eerste plaats is het plezier en is het energie. Ik vind ook heel erg mooi de verbinding van het water, wat altijd van elders komt. Dus het is een heel pan-Europees gebeuren. Dat vind ik heel bijzonder. Dat vind ik ook heel verwarmend. Man ist dem Wasser so nah wie bei keiner anderen Bewässerung. Das ist mit nichts vergleichbar und für mich auch bei weitem die wertvollste und die schönste Art des Bewässerns. Das fasziniert mich jedes Mal wieder neu. Also es ist wirklich ein Thema, das ich finde, ja, das ist so ein Herzblut. Mir wird es fast nicht mehr los. Es gibt mehrere Systeme. Wir haben einerseits die traditionelle Bewässerung, die traditionelle Hangberieselung. Das heisst, das Wasser wird mit Wasserkanal hergeführt und wird nachher gestoppt. Mit Wasserplatten wird es gestoppt, dann überfließt und wird so in die Wiese hineingeführt, wo dann das Wasser der Gravitation folgend über die Wiese abläuft. In dem Moment, wo der Wall aufgekehrt ist, so wo das Wasser rinnt, ist meine Aufgabe, jede 12. Stunde den Hauptwall an verschiedenen Stellen in die Wiese einzuladen. Und jeder Bauer kriegt dann bestimmt in den 12 Stunden kriegt er sein Wasser. Nördlich von den Alpen haben wir die Wassermatte. Und das ist ein Gebiet, das flach ist, wo genau gleich das Wasser in den Kanal hergeführt wird, aber wo natürlich die Verteilung wo es viel weniger Gefälle hat, sondern wo eben die Verteilung nachher ziemlich flach nachher über die Wiese läuft. Het verschil zit erin dat beddenbouw toegepast wordt op effen oppervlak, terwijl hangbouw typisch is voor reliefrijke streken waar het water langs de helling naar beneden kan stromen. Maar het mooie aan water is, minimum aan verval werkt al. Maar het betekent wel dat je, hoe vlakker je land is, hoe ingenieuzer je systeem moet zijn. Hoe creatiever je moet denken hoe je dat water dus hoog houdt en dan hier naartoe brengt en een deel weer daar naartoe. En weer verzamelt en weer stuwt en dan weer verder brengt en dergelijke. Also die Kulturtechnik der Bewässerung beruht in erster Linie auf Erfahrung, gesammeltem Wissen und der Fähigkeit, dieses Wissen auch richtig umzusetzen. Das heißt aus Wissen und Können. Man braucht lange Zeit, um diese Systeme, diese Techniken zu verstehen. Damit versteht man auch, warum das von Generation zu Generation weitergegeben wird, weil die sitzen nun mal 20 Jahre aufeinander und können mitgehen, können die einzelnen kleinen Tricks. Und wenn es bloß ein Nagel in einem Wehr ist, den man lernen muss, können die lernen. Aber es dauert sehr lange. Wie ist denn das bei euch? Bei mir war es so, ich habe mich dafür interessiert, habe aber noch meinen Vater fragen können und meinen Großvater, wie das vorher war. Ich habe mich in das System eingearbeitet, bin mitgegangen, habe die Wässerer noch mit unterstützt, also Learning by Doing.
habe damit auch helfen können, den Übergang von einem Wässerer zum nächsten zu begleiten, weil ich dem wieder Dinge weitergeben konnte, was ich vom früheren gelernt habe. Und das Lernen ist aber nie abgeschlossen. Wir lernen bei jedem Bewässerungsvorgang eine Menge dazu, wo vielleicht einer von den Alten sagen würde, haben wir früher schon gewusst. In meiner Familie leben wir das seit Generationen. Wir betreiben den Hof seit 1624 in der gleichen Familie. Das ist generationenübergreifend. Tradition leben, Tradition spüren, also das ist was Wunderbares, wo auch sehr viel Freude drin sein kann, sehr viel Wissen da drinnen sein muss und vor allem das Gemeinsame tun. Das steht da eigentlich ganz groß im Mittelpunkt. Wenn man sich überlegt, dass man muss so, was weiß ich, 100 Meter Kurv, ich weiß nicht, 30 Zentimeter breit, 30 Zentimeter Dave, 100 Meter lang muss aushirven, ihn allein kriegt das nicht hin. Am Fungal muss auch kontrolliert gehen, den E muss kontrollieren, wie das Wasser den Zulauf kontrollieren, ne, wie das Wasser auch schön an der Kurve läuft und nicht zu viel. Den anderen muss gucken, wie die Wasserverdehnung läuft. Also sind auch Sachen allein, ne, mischt man das nicht. Das ist brutal spannend. Es macht ja jeder anders, nicht? Ja, jeder hat andere Techniken, aber alle sind sie glühende, fanatische Wasserer. Und das ist faszinierend und es gibt das Gefühl, man ist nicht alleine und man besucht sich auch gegenseitig. Und es entsteht dann eine Gemeinschaft, die weit dann eigentlich über das eigene Dorf, über die eigene Region in andere Länder hineingeht. Und das ist beeindruckend und spannend zugleich. Het enthousiasme waarmee al die groepen bevloeiers ter plaatse hun werk doen, is inspirerend om zelf ook te blijven volhouden om in Lommel te blijven bevloeien. Es ist heute mehr, es sind nicht nur die Bewässerer und die Genossenschaften, Verbände, die dahinter stehen, sondern sehr viel auch ehrenamtliche Personen, die aktiv in den Systemen für den Erhalt der traditionellen Bewässerung sorgen. Bei uns ist immer das Wasser aufkehren, die erste Arbeit im Frühjahr, die Wassergräben kehren, sauber zu machen. Und das ist bei uns immer der erste Samstag vom 15. April. Und da brauchst du dann nur sagen, um 9 geht's los. Die Bewässerung musste sich immer an den Naturraum anpassen. Das klingt selbstverständlich, aber wir müssen sehen, dass die Bewässerung immer funktioniert hat und funktioniert traditionell ohne Energieeinsatz. Die Nutzung der Schwerkraft war das Energieprinzip und von daher musste die Bewässerungsanlage immer streng dem Naturraum angepasst sein. So haben wir unterschieden zwischen vier Großformen, die Bewässerung in den Hochgebirgen, in den Mittelgebirgen, in den großen Gebirgsvorländern und in den Tiefländern. Das ist regionale Identität aller Menschen, die da wohnen. Die schaffen diese landwirtschaftlichen Genossenschaften, diese Identität. Und es haben nicht nur die Landwirte durch eine Ertragssteigerung Vorteile, sondern die gesamte Bevölkerung, die in diesem Bereich wohnt. Zum Beispiel Grundwasserschutz, Schutz des Vorfluters, man entzieht Schwebstoffe, Schutz des Kleinklimas, Schutz der kleinbäuerlichen Bewirtschaftungsweisen. Es steckt so viel drin, es ist so ein
typisch, heutzutage würde man sagen, typisch ökologisches Projekt, diese Wiesenbewässerung, weil ganz, ganz viele Elemente miteinander verwoben werden. Landschaft, Kulturlandschaft, wie sie jetzt besteht im Wallis, die würde ganz, ganz anders aussehen, wenn dort nicht würde bewässert werden. Und das ist zum Ende natürlich, Bewässerung wird gemacht für die landwirtschaftliche Produktion, eben Futter für Tiere. Es ist eine Landschaftsvielfalt, die entsteht. Und von dem her kann man natürlich nicht sagen, es ist eine schöne Tradition, sondern es ist ganz ein wesentliches Element von dieser Region, von der Gesellschaft, bezüglich Gesellschaft, bezüglich Natur, bezüglich Nutzung. Ende der 90er Jahre gab es eine Initiative, den Weißstorch wieder anzusiedeln. Und die ersten unterstützten Versuche, den wieder in unserem Bundesland heimisch zu machen, haben gezeigt, dass der einfach immer dort ist, wo gerade noch bewässert wird. Sofort sind die Störche hingekommen, lassen sich nieder. Wir haben im Moment in diesem Gebiet um die 70 Brutpaare, die sich frei angesiedelt haben. Mit Bevloeiingen hopen wir weer bloemrijk grasland te creëren. Als imker, ik ben niet alleen bezorgd om de honingbij, wat een gecultiveerde bij is uiteindelijk, maar heb ook heel erg het belang voor de wilde bijen voor ogen. En de wilde bijen, de vlinders en de insecten. Dus daar is het allemaal goed voor. Also wenn man Lohn nicht mischt, dann wird das aussterben. So, ich kann den alle Plan holen, ich kann die Anlage noch bauen. Aber was ich mit der Anlage da mache, das steht auf keinem Plan und auf keinem Buch. Lernen durch Zuschauen, lernen durch Tun. Das Alte nicht vergessen, dem Neuen aufgeschlossen zu sein. Das ist das Lebenswerte an dem, was wir momentan machen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die bewässern jetzt, sehr stolz sind auf ihr Können, dass sie es ihren Nachkommen weitergeben können und dass das System erhalten bleibt.